Was geht ab, meine OZ-Fighter? Oh, Saru hier. Drei Teams gegen... Oh, Red Zone. Red Zone Playlist ist am Start, Leute. Ihr wisst, ich habe euch etliche Teams und Chars gezeigt. Deswegen Daumen hoch. Dankeschön. Team 1 mit Godboys. Team 2 mit Vielfachen. Team 3. Team 3 wird ehrenlos. Mehr als Joke. Was? Great Ape Vegeta. Und als Friend werde ich Raditz nehmen. Raditz ist ja Pusane Leader und Evo ja auch. Ich habe Raditz selbst nicht, aber Raditz hat ja, der hat ja Typenvorteil sogar gegen hier ein paar Phasen gegen Omega. Leute, so, passt auf. Xin Shenlong kann eklig sein, wenn ein Festzelt zielt, etc. bla bla bla. Man kann aber Xin Shenlong zielen und stunnen. Das heißt beispielsweise, Downbomb Lima für den dritten Sub. Der Goku hier, der könnte ihn theoretisch stunnen. Für die erste Runde. Also das könnt ihr euch zunutze machen. Ansonsten haben wir die Godboys oder so im Guard. Zum Glück sind die nicht gezielt. Wenn ihr die Godboys nutzt, wäre es geil, wenn ihr mindestens 20 Key gibt, dass die Additional, garantiert Additional Super Deck machen. Mit 20 Key, genau. Und also 24 werden jetzt noch sehr Effektivität, ging aber nicht. Der ist eh gezielt, das heißt, den gibt man einen physisch ab, um da uns Dokamon doppelt hoch zu ballern. Das sind 24 Key, nehmen wir an. Und Omega, Leute, wir wollen einfach ballern. Ballern, ballern, ballern. So schnell es geht, wollen wir zu Omega kommen mit vielen Items, wenn es geht. Warum? Und auch mit all unseren Active-Skills. Omega-Stellung ist in der Hinsicht angenehmer als Brody, sag ich mal. Gegen Omega-Stellung wisst ihr immer, wann er angreift. Nämlich in der zweiten Runde ist es der letzte Angriff ganz hinten. Das wird noch kommen. Wir sind noch, also bei der letzten Phase, meine ich. Wir sind ja erst noch bei Sin. Genau. Ansonsten habt ihr auch bei dem Team gemerkt, ich habe sehr viele physisch Chars, weil ich will ja, wir haben halt zwei Int-Phasen und ich habe sogar physisch Chars und Geld-Chars, weil die zweite Phase ist Strength. Also man kann jetzt nicht mit dem Mono physisch einfach so reingehen. Also theoretisch schon, aber da muss halt itemreich in der zweiten Phase sein. Aber Geld-Charaktere mit dabei zu haben ist auch nicht verkehrt, das will ich euch damit sagen. Das heißt, eigentlich ist Double League vielfacher besser. Aber das wird unser zweites Team sein. So, hier kommt die sehr effektiv rein. Das nehmen wir definitiv an. Wir haben hier auch noch an der Stelle zwei Stacks mitgenommen. Das ist meine, oder? 55%. Vielleicht droppt noch ein dritter. Ich meine, ich habe Skill aufs Edition Attack in-game. Wenn ihr Dupes habt oder so, alles auf Edition Attack. Ist halt nicht gedroppt. Kommentator Otro. Weiter geht's in die nächste Runde. Jetzt passt mal auf. Der hat den da hinten gesealt. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig tatsächlich. Okay. Ortikarotti, die macht für den 31. Sub, was gab, Mate? Wie gesagt, der könnte ihn theoretisch stunnen mit einer Medium-Chance. Er wird aber erst besser, wenn er Angriffe nach seiner Superdeck bekommt. Das heißt, die ersten Angriffe hier könnten wehtun. Ja, da hinten ist zumindest... Also, der ist festgesetzt, aber zumindest... also, ich hätte sonst die Vielfachen ganz nach links gesetzt. Ja, seht ihr? Weil, komm, 30% Stun-Chance. Weil die Rotation würde ich gerne behalten eigentlich mit den Vierfachen und Vierfacher Goku. Weil Vierfacher Goku hat ja auch kein Stun, laber nicht. I don't wanna know if you're playing me. Und gegen Omega, also an sich gegen das ganze Event, können eure Charaktere dodgen. Das heißt, meine Vierfachen können ihr Dodge kontern. Mal gucken, ob das zustande kommt. Dragon Ball. Was ist TOF? Power of Fantasy. Spielen wir nachher, Leute. Ist im Prinzip wie Genshin. Ihr wisst, euer Boy mag eigentlich Genshin. Lange Zeit hat er es nicht gespielt, weil ihr wisst, welches Mal spiele, rege ich mich drüber auf, dass es keinen gescheiten Multiplayer hat. Und Tower of Fantasy hat das. Mit Gilden, mit Raids und. Ist heute auch online gekommen, rausgekommen. Das gucken wir uns nachher an, Leute. So, die 24 Key Ability, die 7 vergessen. Doch, das kannst du vergessen, weil wir kämpfen hier nur gegen einen Gegner. Das aktiviert sich nur, du meinst, dass sie da den Angriff rausnehmen, richtig? Ah, der 7-Jährigen, ups, ich habe das, ich habe 7-Jährigen vorgelesen, aber ich habe den vierfachen Agel Goku im Kopf gehabt. Jetzt als Kierbild, nicht dran zu mit sehr Effektivität, danach, dass sie einen Angriff raus sind, ja, ja. Aber ganz kurz zur Erinnerung, der nimmt auch einen Angriff raus, aber nur, wenn er 24 Ki hat und gegen 2 oder mehr Gegner kämpft. Ja, und auch mit dem Excel macht er das dann, aber wir kämpfen hier leider nur gegen einen. Wer ist festgesetzt? Expectos, die macht für einen 9. Sub. Was geht, Mate? Aber das ist überhaupt nicht gut. Das gefällt mir gar nicht, Mann. Weil der kam jetzt rein, der konnte nicht stacken, hat sich transformiert, der hat seine Damage-Schlagschau, aber die ist sehr wenig. Das gefällt mir überhaupt nicht, was ich hier sehe.
Gott, ich möchte doch aber eigentlich kein. Wieso? Ah, das ist. Sinchalon kann ein bisschen eklig sein. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn ihr in euren Teams Stunner einbauen könnt, macht das. Beispielsweise Pills of Gorn. Schade, dass Pills of Gorn nicht in den Godboys oder in vielfachen Teams sind. Er ist. Warum? Weil Pills of Gorn, wenn er einen Angriff ganz links bekommt, dann stunnt er den Gegner garantiert mit der Passive für eine Runde oder mit der Super für zwei Runden. Oder ein Zieler wäre zumindest auch gut. Weil, ne, wenn er jetzt hier gestunt wäre, aber der Goku in der letzten Runde hat ihn leider nicht gestunt, dann hätte ich hier meine Ruhe. Andere Sache, ihr könnt einen theoretisch dreifachen IC Vegeta probieren. Der hat ja auch eine High Chance zu stunnen und wenn ihr das in 10 Runden schafft, dann ist gut. Also, ich gebe dir mal jetzt nur das, weil der bekommt so oder so Key plus 3, wenn wir gegen Extreme Class kämpfen. 1, 2, 3, 4, so bekommen die 20 Key, okay. Nehmen wir und dem gebe ich mal, Hauptsache er hat die 12 Key, ein physisch Orb, ein kleiner Mini-Heal, hoffentlich bringt das was, wenn nicht. Hör auf, Dragon Ball, Orb von gestern, ey. Okay, the legs. Ja, jetzt ist die Sache, die dürfen keine Super-Rap bekommen. Ich habe Angst. Wo man das Wuss-Item bekommen kann. Wuss-Item am besten aus dem Barbershop. Check mal Barbershop ab. Gegen Barber-Points, gegen die 7-Jahres-Coins, gegen ein paar Barbershop-Währungen. Wuss-Item, gibt es eine Stage, wo Wuss-Item droppt, wo man es farmen kann? Sicherlich, aber ich müsste nachgucken, Leute. Oder ihr gebt dem Boy kurz Bescheid, bitte. Okay, ich hatte sehr Glück. Aber es wäre mir lieber, wenn der Segel das gedodged hätte. Guck mal, wie Stahl er bekommt. Typenvorteil. Mach dich beiseite, bitte, du Lappen. Aber zum Glück habe ich Bulma Support Manager noch am Start. So, jetzt die Sache. Nächste Runde kämpfen wir gegen Strength. Das heißt, den physischen ballern wir mal sofort raus. Es wäre natürlich geil, wenn ich den Stack mitnehmen könnte. Aber da hat es ja Angriffe vor, meine Super Egg zu bekommen. Hör auf. Ich mach. Eigentlich will ich den Active von FIFA und Goku für die Strength-Phase haben, Mann. Weil ich die Phase schon hinter mich bringen will. Aber ich gehe da kein Risiko ein. Ich heile mich mit den Orbs hoch. Dankeschön. Ein Stack nehme ich jetzt zwar nicht mit. Passt aber. Wenn ich die transformiert hätte, sollten die. Lass mal ganz kurz gucken. Die, weil ich bin ja noch innerhalb der 7 Runden. Die sollten eigentlich. Weniger Defense haben? Fragezeichen. Weil. Ich guck mal ganz kurz. Wenn die mehr haben, dann lasse ich sie direkt transformiert. Ich kann ja einen Stacks oder so nicht mitnehmen, weil mit dem Aggressive balle ich den gleich weg. Aber ich bin auch in den 7 Runden nicht transformiert. Das heißt eigentlich. Das war doch mal so, oder? Aber ich glaube, so viel Unterschied macht es nicht. Wir gucken einfach mal. Ich rede gerade zu viel. Oh mein, ja. Hose, du bewegst dich. Ja, okay. Also was haben die so hier? 227. Was haben sie dann? Ja, ja, okay. Weniger tatsächlich. Alles mitnehmen! Warum haben die weniger? Weil, wie gesagt, wir sind nicht dran, zumindest auch in diesen 7 Runden, wo sie zuerst Attack Nef 77% bekommen. Okay, das soll ich nur kurz gucken und sehen. Transformieren Super Saiyan 3 Goku. Theoretisch spricht nichts dagegen. Den zu transformieren, weil er danach. Aber das Ding ist, dann würde ich eine Runde ballern, wegballern wegen seiner Crit-Chance und wegen, warte mal, wie war es bei dem nochmal? Der hat doch, für so und so viele Runden hat er doch das und das. Ups, so passt man auf. 20 Angriffe bei Angriffen, extrem auf Schaden, aber für 6 Runden. Neue Chance auf Crit. Wenn ich den Transformer rausballer, dann gehen die 6 Runden schnell vorbei, weil ich ihn rausrotiere. Aber das Ding ist, habe ich doch mal die Chance, um ihn zu transformieren, wenn ich Lowlife bin? Ich denke schon. Wir lassen den Boy mal. Ich lasse ihn, ich transformiere ihn mal noch nicht. Machen wir das hier. So. Was klappt, Jungs, alles fit? Warum schließt sich das Game? Ich tue die Rotation neu starten.
Wieso kann ich gucken, gerade wegen Active Skill und sein Fort, bla bla. Mehr Defense, weniger Defense, wenn man was nicht gekrittet hat, wieder neu starten, gucken. Wenn ich gucken kann, ob die Gegner Super Deck, wo die Super Ex kommen durch den Active Skill Ability, wie Gogeta und so, dann mache ich das und jenes. Und das sind halt Tipps und Tricks. Okay, Leute. Ja. Over the Flash. Also ich muss auf jeden Fall die Segel transformieren. Ich frage mich gerade nur, ob ich das nicht so machen will. Ich denke schon. Ist da nur ein Rainbow Orb, dann bekomme ich nur 7%. Wie viel waren es? 7% Dodge Chance nochmal? Der hat sowieso 30% und pro Rainbow ist es nochmal 7. Dann haben wir, und das addiert sich aber. Die Passive addiert sich. Dann sind das 37. Hoffen wir mal. Belieben wir mal. Weil diese Fusion Orbs waren geil für die Vierfachen da rechts. Und der Kakarot in der Mitte hat Satypen vor. Na, war. Ich hasse das. Ich hasse das. Eigentlich will ich dem auch eine Super Deck geben. Aber ich hasse das einfach. Dass der Prepare for Battle verliert. Der würde zwar Key plus 3 bekommen. Ich will aber diese Physisch Orbs den Vierfachen geben. Der hat zwar eine Damage Reduction, aber wenig Defense. Wie viel Edge Attack hat der? 11. Dragon Ball! Hör auf! Okay. Trotzdem gut Damage bekommen. Jetzt hoffe ich, dass der Angriff, den ich rausgenommen habe, die Super Deck war. Und ich hoffe, da kommen die Dodges aber. Jetzt komm! Okay, einen Angriff rausgenommen. Zeigt ihr. Oh, das ist ja auf 100%. Ey, da will ich den dritten Super Deck sehen. Komm ran. Bin ich der Einzige oder ist die effektive Kartui gegen Isetek Goku richtig dumm? Was? Laber nicht keine dritte Super Attack. Mach du mir eine Edition Super Attack, komm. Nein! Okay. Okay. Was war das nochmal von Ball Goku? Die, Ich hab's vergessen, Leute. Ich hab's einmal gemacht und das war's. Hör auf! Ja, Leute, deswegen. Die physische Chance, die bekommen richtig viel Schaden in der Zeitenphase. Da müsst ihr aufpassen. So wie der. Ah, die T-Boss ist. Ja, da nimmst du vom Barbershop am besten. Oh, boy. Dieses. Oh, mein Nacken. Wenn ich das angucke. Wenn ich das angucke und die Key sehe, da kriege ich direkt einen Raster. Ich sag's euch. Ah. Also der da hinten, ich flehe euch an. Der muss bitte... Alter, ich kann den da keine... Ich kann den nicht keine Super Deck geben, der Psycho. Der da hinten, ich flehe euch an, der muss dodgen, Leute. Der hat eine 30% Dodge-Chance. Ich will den eigentlich theoretisch... Stopp! Ich könnte ein Wiss-Item aktivieren, Mann. Ah, auf jeden Fall. Ich denke, ein Wiss-Item für Omega im zuletzt sollte reichen. Ja, wobei, gegen Omega habe ich dann zweimal Tech-Leader-Nachteilen. Wir gucken mal gleich. Und vor allem nächste Runde sollte wieder Kakarot drin sein, oder? Ich habe Angst. Alles gut, Leute, alles gut. Chill. Nächste Runde ist auch der physisch nochmal drin. Ja, warte, ich wollte nur kurz gucken, ob das so besser droppt. Für... Ah, war ekelhaft, ekelhaft. Ja, in der Mitte, den würde ich eigentlich schon die 24 gern geben, ey. Ah, aktive Wiss-Item. Hab bei Rabbids die Discounts gemacht und im letzten Sendung null gefreut, wollte Pilzkopf geben. Ja, ich weiß, dass viele wegen Pilzkopf vorne reingegangen sind. Es war ein guter Versuch mit den Discounts tatsächlich. Wenn es nicht geklappt hat, schade. Warte immer noch auf Dragon Ball Heroes World Mission. Ja, dann kaufst du doch und spielen. Dass man das nicht skippen kann, das tut weh, Leute. Das tut weh. Kommt gleich wieder in Zukunft, seit langem wieder ein Video vom Grand Cross. Was?
Was träumst du nachts? Ich spiele das schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ups. Aber es wäre wichtiger, dass jetzt der die 20 bekommt, statt Gogeta da die Super Attack, auch wenn seine Defense erhöhen würde, aber. Sei es drum. Lass mal hier die Gates öffnen. Ich bin eh full life. Okay, dann wir haben jetzt, was sagst du, Whis Item aktiv, ne? So. Dragon Ball. Meine Edition Super Deck, der ist auf 100%. Mein lieber Scholli. Mensch, man könnte in LR cooles Team natürlich Freezer im 200% Lead mit Cooler spielen. Potenziell LR scheint cool AGL Druck auf Restart-Rotation. Ich bin sehr auf Cooler gespannt, Leute, wirklich. Imagine Sin Super Deck, Freeze Greater und er dodgt das nicht. Könnte sein. Dreams auf Fighters irgendwann mal. Fighters? Bekommt er jetzt Rollback, Nijnias? Rollback Netcode. Wie greift er an? Dodge. My boy, Alter. My brother. Ja, guck. Ein Dodge, okay, alles gut. Hier habe ich noch Whis Item aktiv. So. Sehr geil, sehr, sehr geil. Aber ich sollte mal langsam finishen. Aber gut, der ist gut, der soll weiter. Edition Super Deck wäre bei den echt gut, weil der wäre bei mir am Anfang Slot 7, dass er noch angefangen Verteidigungsdeck da. Ich würde ein Spiel wie Bleach in Dragon Ball Lands fühlen. Ich freue mich auf. Also, ich. Was heißt freu? Ich hoffe, dass One Piece Stream Pointer auch ein Global Release bekommt. Dragon Ball. Wehe, der tut den Super Decken. Er macht's spannend. Ich habe in der Discount einmal AGL Trunks, Strength Napa, sehr geil und dreimal Raditz. Dreimal. Und wie findest du ihn? Jetzt sag mal ehrlich. Dreimal, ey, nicht schlecht. Gönn dir. Okay, die Actives jetzt behalte ich, weil gegen Omega, wie gesagt, zweite Runde tut er auf jeden Fall super decken und das. Obwohl. Ich will auch. Ich will die Runde beenden. Ich will die Runde beenden. Ich mach seinen Active Sinn. Weil der hat so oder so Typenvorteil, beziehungsweise macht er so oder so sehr effektiven Schaden gegen Omega. Aber bei den God Boys, da brauche ich definitiv den Active Skill gegen Omega dann. Im besten Fall. Wenn er Super Deck Dodge Konter. Dreams? Würdest du Dream Pointer auch China-Version zocken oder nur Global? Ich denke, die China-Version werde ich mir angucken, aber ich hoffe und bete und drücke die Daumen, dass es trotzdem Global kommt. Weil soll ich jetzt anfangen, Chinese zu lernen oder wie oder was? Gar keine Lust auf sowas, Leute. Aber Dream Pointer habe ich big Hoffnung. Das Spiel sieht richtig geil aus. Also der hat ja eigentlich sehr effektiven Schaden. Also der macht so sehr effektiven Schaden. Eventuell hätten die den rausgenommen zu zweit. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. So haben wir ihn ganz clean raus mit Crits und noch eine Super Deck zum Glück gedroppt. Gibt es Leaks zu cooler? Leaks gibt's nicht. Achso, ja, Leaks gibt es, ja. Aber nur Leaks. Also, das war's. Dass Cooler und Goku Super Saiyan zu Worldwide kommen. Jetzt, sehr geil. Der hat sich zum richtigen Zeitpunkt transformiert. Was haben wir in der Runde hier? Oh, okay. Also, Leute. Hören Sie mir zu. So, jetzt sind wir bei Omega. Wie gesagt, Omega Super Attack garantiert. Ganz hinten in der zweiten Runde. Also hier nicht. Aber die Runde danach garantiert ganz hinten. So. Nächste Runde habe ich. Nächste Runde muss dann vielfach wieder nach rechts stellen. Ganz nach rechts, definitiv. Also physisch gut. Also der könnte theoretisch dodgen, aber ich habe trotzdem. Ich vertraue dem nicht, ne? Wisst ihr das? Ich traue dem nicht.
Ich denke, ich werde die News-Item aktivieren. Weil, pass auf. Also, lass mal das Ganze kurz durchgehen. Ein News-Item hier, 40% Damage Reduction. Ich mache Damage, der wird natürlich nicht krepieren. Nächste Runde werde ich gut Damage machen können, hoffentlich, sicherlich. Und dann bin ich wieder hier, dann ist der hoffentlich, entweder bin ich unter 50% HP oder er. Und dann habe ich den Accessing von den God Boys und der andere kommt dann auch hier rein, oder? Nee, habe ich dann Double Active Skills? Theoretisch ja. Chilo, Klima, Friends, was gab man? Dieser Gogeta, der bekommt zu viel Schaden. Ich kenne den. Der bekommt zu viel Schaden. Der hat zwar Typenvorteil. 200. Nee, lass mich in Ruhe. Ich traue dem nicht. Der bekommt durch Auto-Attack krepiert, der Alter. Nächste Runde habe ich auch noch Doka-Mode. Ja, alles. Ich habe nächste Runde alles. Nächste Runde Eskalation. Nächste Runde ballern wir alles zur Seite. Guck mal, mit 40% Damage. Halt dein Maul, der dodge ich einmal. Verpiss dich. Hau ab, Digga. Wenn ich KUs Item aktiviert, hör auf. Geh weg, Junge. Lass mich in Ruhe. Weg mit dir. Lass dich mal Schaden machen, nicht so aus ein Isei bekommen. Du brauchst ein zweites Isei. So ein Ding ist das mit dir. Ah. Dragon Ball. Nase juckt. Denkst du, es kommt Tag Goku und Vegeta zu was? Er baut Senke Awakening, ja man. Diese Ace im Vergleich zu den Vieren sind echt kacke. Ja, auf jeden Fall. Die vierfachen Ace sind viel besser. Radet hat 50k Auto-Attack bekommen im Dokument von Super 13. Als ob, echt jetzt. Genau, sein Ereignis kommt genau richtig. Dragon Ball. Also, Ladies and Gentlemen, pass mal auf, ich habe hier einen Doka-Mode. Rein theoretisch könnte ich den Doka-Mode physisch spielbaren Gogeta geben. Das machen wir auch. Denn der Kakarot da hinten. Also, ich denke, Gogeta wird einfach wegballern. Aber ich habe ja noch 40% Damage Reduction aktiv, Boost-Item. Und der Kakarot sollte das mit 50% Damage Reduction. Wie gesagt, Omegas Angriff Super Deck kommt in der zweiten Runde ganz hinten. Und würde das Event noch weitergehen, würde das sich wiederholen. Das würde sich wiederholen, Leute. Das heißt, in der Runde darauf, alles clean. Aber dann nach zwei Runden wieder greift er ganz hinten mit der Super Deck an. Das ist immer so. Merkt euch das. I'm gonna go all out. Dankeschön. Merken Sie sich das. Genau. Ich grüße an Soko, was glaubt man, Boy? Fang wieder an, Doka zu spielen. Sonst kriege ich Stones von dir geschenkt, bin broke. Er hat nur eine Super-Deck gemacht. Das ist halt heftig. Der hat eine 50% Chance, eine Super-Deck zu machen. Godboys haben halt garantiert bei 20k. Ich finde das besser. Like Retalk. Ja, also geil. Wir haben ihn trotzdem gefinisht, aber... Gott sei Dank kann Omega nicht dodgen. Oder kann er dodgen? Hör auf, der soll nicht dodgen, ey. Aber gut. Ja, nice. Daumen hoch, Leute. Erstes Team mit den God Boys. Easy peasy. Angenommen, mitgenommen. Wir gehen ins zweite Team rein mit den Vierfachen. Double Vierfache. Da will ich mal ein bisschen mehr Escalation sehen dann. Seit wann hat Super Gator das Big Bang Kamera? Hä, was? Schon lang. So, jetzt, let's go. Wieder rein gegen den Boy hier. Dies hat sich unser Item aktiviert? Ja, hat sich. Das heißt, ich hoffe mal ganz kurz hier nach. Und dann... Ihr seid aufs dritte Team gespannt, oder? Fun-Team. Also, ich bin echt zu euch, das dritte Team. Da werde ich gerade als Friend nehmen, einfach aufs Joke. Ich würde da tatsächlich aber trotzdem eher Evo als Friend nehmen in dem Setup. Aber Raditz gibt halt 1-2 Chars von mir dann 200%. Und er ist ja auch ein Pure Saiyan, die noch 170. Aber der ist halt eine Katastrophe. Okay, so. Leute, Setup fast ähnlich. Also wirklich. Argel, 4-Fach-Huke wieder am Start. 3-jährige physisch Gogeta. Also hier würde ich statt Tech Gogeta physisch Gogeta mitnehmen, weil Tech Gogeta der Typen-Nachteil. Vegeta noch reingeballert und Virus, Leute. Wow. Virus, für zwei Runden haben wir ja da Typenvorteil.
Und seine Utility ist definitiv nicht schlecht. Aber ganz wichtig, dass ich muss halt auf jeden Fall in mit mindestens ein Use-Item gegen Omega rein. Ich kann da nicht einfach... Wir haben gesehen, selbst Gogeta hat so viel Schaden bekommen mit Damage Reduction. Virus sollte schon besser tanken, wenn ich ihn raussortiere. Okay, egal, ob so oder so, wir sind hier ganz clean. Geile an dem Goku ist und an dem Vegeta, und deswegen freut mich, dass Issei so gut ist. Die sind wirklich ein richtig guter Start-Zeit-Charakter. Nicht, na klar, die bekommen mehr Defense-Angriff nach den Superdecks. Nicht nur deswegen, sondern wegen ihren Key-Links. Die haben Prepare for Battle. Stellst in die Mitte, der Boy hier rechts bekommt Prepare for Battle und der bekommt GT. Weil der hat kein Prepare for Battle, da würden dem rechts zwei Key fehlen. Deswegen müssen wir hier nochmal auf jeden Fall den Boy appreciaten. Den vierfachen Goku. Ja, guck, nicht Transmit bekommt er bei 20 Key Additional Super Attack. Aber Transmitter ist nur dann 50%ige Chance. Und die God Boys, die behalten das Perma. Das kann man dann so oder so sehen, was besser ist. Mir gefallen die God Boys da in der Hinsicht besser. Oh, okay. Das könnte wehtun, weil ich noch keine Super Deck gemacht habe. Ist meiner? Ja, oder? Ja, schon weh. Schon weh. Finde Apes cooler, aber muss sagen, dass die Gods einen besseren Nutzen haben. Die Apes sind echt cool. Also, guck mal, was. Einfach Dragon Fist Bomb. Ich finde die Animation voll. Oh, da hat jemand nebenbei ein Holy gegönnt. Let's go! Leute, Ausrufezeichen Holy gönnt euch mit dem Code Osuru. 5 Euro auf eure Bestellung. Die Intro-Sequenz von den vier. Das ist Hammer. Also, vierfaches für mich. Das ist echt ne. Ich hab's als Kind nicht glauben können, dass die. Wie es gibt Vierfacher, wie es gibt GT. Das war ein Ghetto-Mythos bei uns. Ich hab das nicht geglaubt, bis ich gesehen hab. Auf einmal sehe ich vierfachen Kakarot. Was? Und das irgendwie, als ich ihn sah, sah ich einen vollkommenen Saiyajin. Das war für mich so die Urform eines Saiyans. So. Die wahre Form eines Saiyajins war für mich vierfacher. Deswegen, das mit so geil Animation zu haben, ja, fühle ich, ist echt cool. Ist er da hinten? Oh, der ist gesealed. Okay, aber guck mal, wie viel physisch Orbs Virus kreiert hat, Leute. Ganz kurz, welches? Was ist Virus? Easy Virus, warum ist der hier? Aber den definitiv raussortieren, hier kann ich es leider nicht. Er tut Angriff und Abwehr für eine Runde erhöhen. Und seine Utility kommt jetzt hierher. Er ändert Tech und In-Key in Physisch-Key. Okay, er hat immer Attack in der 150%. Ganz wichtig ist jetzt jedoch aber, dass er bei schwierigen Events schon priorisiert, dass er 5 Key bekommt. Warum? Wenn er 3 Key bekommt, gibt er Attack in der 30% für Fuse Fighter oder Realm of God. God Boys und Vierfachen und er sind in Fuse Fighter, das heißt, sie bekommen den Buff. Bei 5 Key bekommt er eine 50%ige Dodge-Chance. Hier kann man dodgen, Daumen hoch. Bei 7 Key, beste wäre natürlich 7 Key, bekommt er nochmal zusätzlich Attack in der 70%. Da kann man den ganz schön entspannt raussortieren. Das heißt, diese ganzen Physisch-Key hier, gehen wir den mal. So, und dann macht man das so, perfekt. Festgesetzt, nicht gesealed. Ja, ja, nee, nee, ich hab Ding gesagt. Hier festgesetzt. Lohnt es sich, Redcoin LR Super Saiyan 4 Goku zu holen? Den AGL? Nee. Auch wenn er krank ist, auch jetzt nach EZA. Ich weiß nicht, wie auf 55% ist mit dem EZA. Sicherlich in Ordnung, aber das ist so ein Charakter, der ist gefühlt in jedem großen Banner. Also der wird sicherlich noch mal hier mal da wieder kommen. Wie war Goku und Vegeta, beziehungsweise... Wie war das letztes Jahr mit dem, Neujahresbanner? Waren die Vierfachen da drin oder waren da Dokkan Fest LR drin? Ich könnte mir vorstellen, dass die sollten mal mittlerweile dieses Jahr dann auf jeden Fall im Neujahrsbanner sein, oder nicht? Virus ist super, aber erst mit dem Issei? Ja, Issei ist doch draußen auf Global. Lohnt? Ja. Euer zu holen oder LF physisch Goku und Vegeta? Nein, LF physisch Goku und Vegeta auf jeden Fall nicht. Die auf 55%. Meines, wie viel? Ist doch keine Ahnung, aber wir haben gesehen, da bekommt ihr trotzdem Schaden. Nee. Da würde ich eher Goku. Da würde ich, wenn dann eher AGL Goku holen, den Vierfachen, aber ich meine auch ohne ihn geht's. Beziehungsweise, pass mal auf. Wenn du die LF Vierfachen gezogen hast, also hier physisch Vierfacher Gogeta, ihr bester Partner ist halt Vierfacher Goku.
Aber ich weiß nicht, wie der Goku auf 55% Extreme sie aber klingt Level 10 ist, weil meine ist auf 100 direkt. Aber nicht klingt Level 10 hier. Da müsstet ihr euch gegenseitig helfen. Nein! Unlucky. Unlucky, dass der festgesetzt ist. Ich hoffe und bete, dass er keine Superhelden bekommt, aber ich hätte natürlich gerne, Verdammt, Alter. Ah, Goku will ich in der Rotation behalten, wegen Typenvorteil jetzt nächste Runde. Ich hätte Goita transformieren können und hätte es geschenkt, aber der hätte trotzdem, wenn er nicht... Er hätte trotzdem... Also Goku tankt besser nächste Runde gegen den Strength. Meinst du, ich soll Argel Evo Vegeta oder L Argel 4 vor Goku mit zum Broly-Event nehmen? Kommt auf dein Team an. Aber mit beiden kann man es schaffen. Einfach komplette Physikrunde? Laber doch nicht, brich doch gleich meine Nase. Lässert die Sache. Ja, wir. Okay, okay. Ich aktiviere natürlich ein Wiz-Item gleich. Muss aber gucken, dass ich Virus da 7 Orbs gebe, definitiv. Das ist ein. Tut der Great die Verteidigung erhöhen? Mit der Super Attack nicht transformiert? Nee, dann gebe ich dem nur die 12 Key. Oh, ups. Egal. Ich aktiviere sowieso das Item. Der hat jetzt leider keine 7 Key. Aber der hat die 5% Dodge Chance und darauf poke ich jetzt einfach mit den 6 Key. Ich poke jetzt einfach darauf. Passt schon. Oh, zum Glück keine Super Deck. Okay. Legend Mao, mir geht's gut. Wie geht's dir? Als 6-Serien kam letztes Jahr eine Part 2 Banner von Gogeta. Part 2 Banner von. Hä? Fische gerade dran, ist was so. Keine Ahnung was. Denkst du, es kommt zu Worldwide Tag Goku und Vegeta? Ich mag dich, ey, ich mag dich echt. Tag, in Dokkan benutzt man nicht Tag, in Legends. Deswegen verwirrst du mich die ganze Zeit. Du meinst, vom Metal Cooler Movie zu Part 2 als LR kann ich mir das vorstellen. Oh, der hat nicht super deckt, oder? 50% Dodge aus. Virus? Belief in Dodge, müssen wir, Leute. Nein. Der hätte ich einfach. Ah, ich hätte einfach die App neu starten sollen und dem 7 Key geben sollen. Aber ja, hat jetzt keine Lust drauf. Ja, aber Leute, mit dem Setup könnte definitiv die Zeitrunde. Ich hatte jetzt komplette Füßrotation, könnte ein bisschen stressig sein, aber da auf jeden Fall wichtig, Wiz-Item aktivieren. Mit 70% Defense, mit Wiz-Item hätte ich es bestimmt nicht überlebt mit Virus. Das geht jetzt auf meine Kappe. Egal, passt. Wir gehen jetzt mal hier an der Stelle. Noch mit dem Leute, soll ich Raditz mitnehmen? Als Joke einfach? Normalerweise, passt auf. Normalerweise würde ich Raditz auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ich würde tatsächlich Double Lead Argel Evo empfehlen. Mit dem dritten Setup. Könnte man meiner Meinung nach auf jeden Fall schaffen mit dem Team. Aber als Joke würde ich sagen, wir nehmen Raditz mit. Warum? Weil Raditz ist, also das ist das Setup. Raditz ist auch ein Pure Saiyan Leader. Plus Raditz ist dann in der Hinsicht für sich selbst ein 200% Leader. Aber einseitig auch für Great Ape Vegeta. Ja. Von einer Seite bekommen wir Great Ape Vegeta dann. Hier an der Stelle, Leute. Der bekommt dann da... Komm, als Joke würde ich den gerne mal mitnehmen. Ja. Hey, war ironischerweise hat jetzt auch keine Intro-Sequenz, richtig? Ja, oh mein Gott. Nein, ich bin zurück. Oh mein Gott. Ja. Nee, komm, wir machen das einfach mal just for fun. Mit dem ersten Thema haben wir es ja so oder so geschafft. Capo, die nach dem 15. Sub was gab. Great Ape, die Legende, passt auf. Great Ape Vegeta wird sie gut performen, solange ihr ihn rausrotiert. Ja, aber selbst dann weiß ich nicht mal, ob er da eine Super Attack von Omega tanken könnte ganz. I don't wanna know if you're playing me. Du kleiner Penner. Unlucky. Pass auf, ich will den Versuch schon ernst versuchen. Normalerweise, also, ich hätte definitiv kein Wiz-Item aktiviert.
war das die erste Runde und hätte ich noch drei Versuche, Wayne Rooney, das wäre mir egal. Aber das ist mein letzter Versuch für heute und ich will schon gucken, was hier so ein bisschen wie Raditz sich macht. Der macht echt nur Supreme Damage, das kann es doch nicht sein. Raditz tun wir natürlich aber rein raussortieren. So, bei Einfall, bei Super. Okay, er bekommt nochmal Defense bei einem Super Attack. Okay, 50% weniger ist nicht. Ja, Raditz ist eine reine Katastrophe. Das ist doch kein 20-20-20 Doka-Fest-Charakter. Leute, hier haben wir Boost-Item aktiv wegen Evo. Kann ich nicht machen. Wenn ich dann eine Super-Deck euch sogar Outer-Deck. Oh, ja, das war klar. Ob ich das aber trotzdem. Oh, Mann! Ich hätte echt ein bisschen mehr gern gesehen, ey. Int Margimeter ist besser, meiner Meinung nach. Besser als wer? Brian, was gab als fit? Irgendwie gefallen mir L-Attack Goku Guan 0 die Form gar nicht mehr. L-Attack Goku Guan. Oh, ich hab die gar nicht. Ich hab die gar nicht. Wenigstens bis rein zu überleben. Ja, Mann. Okay. Drei Super Decks, sehr gut. Tank gerade jetzt mit Wus Item. Der muss, oder? Alter, 2,3. Ich find's schade um gerade zwei. Ich find's an Amazon gar nicht mal so schlecht. Schön OOG Classic. Oh, wow, hat it! Daumen hoch. So, Leute. Eine Frage. Eine Frage. Eine ernst gemeinte Frage. Diese Rotation, hätte ich kein Wus-Item aktiv, oder ich würde mir sagen, ich möchte mein Wus-Item gerne sparen, welchen von den drei Charakteren würdet ihr nach links stellen? Ja, natürlich den eigentlichen Tank, ne? Aber mit 142.000 Defense und Guard vor seinem Super-Deck tankt er die ganzen Angriffe da links nicht. Ich habe auch ohne Wus-Item. Deswegen stellen wir den König aller Könige hin. Ich hab mein Mord! Lalalala. Und wir gehen dazu einfach rein, raussortieren. Weg mit dir, hau ab. Jetzt komm mal her, Alter. Komm. Oh. Komm. Komm. Ich hoffe Gott, diese Fäuste und Füße warten auf dich. Level 5 Dodge. Komm her, Junge. Jungs, kommt einfach. Kommt einfach. Diese Männlichkeit von Namek Goku. Es ist nicht zu vergleichen, Alter. Credit Vegeta wäre schon längst gestorben da. Mit Wiz Item, ganz links Super Attack. Der wäre schon down. Aber der King. Kommt uns rum. Komm her, was denkst du, du kleiner Wurm? Du bist mal ein Drache, du bist ein Wurm, Regenwurm. Namek Goku ist so männlich. Es ist unglaublich, ey. Hat er 2 oder 3 Superdecks gemacht, mein Name Goku? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh, den hat er festgesetzt. Vegeta schon wieder. Vegeta. Ja! Ah, eigentlich spiele ich mir den Gedanken, den Zergel da hinten nach links zu stellen, weil er zumindest dodgen kann, aber der ist auch gesealed und... Okay, gut, Autodex taken die mittlerweile. Wir haben auch Typenvorteil. Passt. Na, ich guck, ist eine Maschine, Leute. Habt ihr es gesehen, wie krank der ist? Hammer, hammer, hammer. Verliert man all seine Souls, wenn man das Game auf Deutsch hält? Nein. Aber, Obacht. Wenn ihr von Android auf iOS euer Account transferiert und andersrum, dann verliert ihr eure Stones. Von iOS auf iOS nicht. Von Android auf Android nicht. Aber andersrum, verliert ihr sie. Passt auf. Passen Sie darauf auf, bitte. Int-Charakter haben doch was Positives. Alter, ja, Mann, nachdem ich das gesehen habe, zweimal Level 5 Dodge. Hör mir auf, ey. Hör mir auf, wirklich. Dragon Ball. Hack Black Reskillen. Meinst du L.A. Goku Black?
Isaiah, Elegoo, Black und Samas. Meinst du den? Raditz ist da! Der ist gesiegt, Raditz. Oh, mein Nacken. Okay, Leute, passt auf. Jetzt ist die Sache, bin ehrlich zu euch und ich muss auch nicht cool tun. Wenn ich der ganz nächste Super der bekomme, sayonara. Wenn nicht, nehme ich doch einen Stack mit und das wird geil dann. Namek, oh komm. Aber nicht dodgen. So ein Ochse, Mann! Wenn der neue Super, wenn der neue Goku rauskommt mit Cooler, ey, der muss Transforming sein, damit man beide in Rotation spielt. Und der neue muss der brutalste, asozialste Tank sein. Der muss auch verbündete Defense geben. Und dann muss die Rotation 7 von 7 Links haben. Und dann ist Schluss. Und dann ist einfach, haut rein. Lass mich in Ruhe. Psst. Leute, ich sag euch eine Sache. Wenn Great Ape Vegeta jetzt hier mich enttäuscht, dann hat er mich verloren. Weil da links ein Superdeck zu bekommen, tot. Aber genau deswegen hat euer Boy hier Dragon Ball 19. Great Ape. Great Ape. Weil ich kann nur den einstellen. Evo muss erst Angriffe machen, deswegen tue ich den raussortiert. Great Ape. Great kommt. Ja, aber wisst ihr, das Problem ist, oder? Ja, ich bekomme aber leider Gedanken auch keine 18 Key, Mann. Nochmal, Alter. Und nach der 18 Key tankt er besser. Great Ape bekommt von einer Seite 200% Lead. Wollte ich nur gesagt haben. Von Raditz, von mir 170 nur. Ich will bei denen Stack, aber auch FIFA auch ein Superdeck auf Evo. Perfekt. Great, ey, great. Du bist so schlecht! Du bist so schlecht! Von der Superdeck wäre ich gestorben wegen dem. Great, ey. Also, great, ey. Der ist voll. Tschüss. Der ist voll gut, du musst einfach Angriffe. Oh ja! Ja! Great, ey, ist schlecht. Ich bin echt zu euch. Ich hätte ihn eigentlich nie im Leben mitgenommen. Ich habe den nur mitgenommen, um euch zu zeigen, wie er ist in Red Zone Events. Und genau deswegen baue ich ihn auf Dodge. Leute, hört auf. Hört auf. Hätte der Super nicht gedodged, wären wir weg, Digga. Oh, der wäre nur nah, war. Tschüss, hau rein. Oder wäre der Super Deck ganz links gekommen. Der hat von der Auto Deck 70k mit Guard bekommen. Sein Design ist schlecht. Der ist schlecht. Sollen wir nie was anderes sagen? Er ist nur gut, wenn du ihn rausrotierst mit der Ultra Super Deck. Und das passiert aber manchmal auch nicht. Deswegen, ich hätte ihn eigentlich gar nicht mitgenommen. Das ist einfach ein Joke hier mit Raditz und dem. Guck dir mal den an. Guck dir mal den an. Der kam raus, da war ich noch ein Embryo. Guck mal, wie gut der ist. Hört auf, Jungs. Hört auf. Hört auf. Oh, mein Nacken, Alter. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's los, Leute. Soll ich riskieren ohne US-Item? Soll ich riskieren? Aber, nee, Goku bekommt auch gut Schaden. Warte mal, wie sieht's bei uns aus nächste Runde? Mann, hätte ich den ersten Whis-Item da nicht am Anfang nutzen müssen, dann würde das Ganze viel, viel besser aussehen. Schade. Schade. Schade, echt. Aber es war gerade krank mit Great Ape, oder? Mit den Dodges, ey. Ich sagte ja, er verkackt. Hättest du mit Margin Vegeta damit genommen? Ultra Magnus, geht's dir heute gut? Oder hast du... Das ist Global. Im Global habe ich Margin nicht. JP mit zwei Dupes, liegt RW 10. Komm mal daran, Junge. So, keine Super Deck. 24 Edition Deck auf Goku, hört sich richtig geil an damit. So Leute, jetzt. Das sind eigentlich geile Key für Great Ape. Da würde auch dann die 80 Key bekommen. Aber ich will Gogeta da 4 Key geben. Genau das. Ich habe hier noch Whis aktiv, Leute.
Wir werden wegen Raditz verlieren, aber er ist eh nur als Joke da. Der Lappen. Mit 40% Damage Reduction, er bekommt immer noch Schaden. Was ist das für ein Rotz-Charakter? Was ist das für ein Rotz? Was ist ein dummer Charakter ist das? Guard und 40% Damage Reduction. Verzieh dich mal, Mann. Such dir einen. Oh! Ich sag gar nicht. Doch, ich sag grad, ich mach nur Spaß. Nein, der ist echt schlecht. Was ist das? Okay. Nur eine Super Attack, mehr nicht. Du bist doch ein Lappen, Alter. Oh, dies tut weh, das zu sehen. I don't wanna know. Architekt, ja, ich muss die Tech nehmen für den. Damit geht er mich dann auch zumindest ein bisschen hoch. Ja, weil ist das schade, 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 dass ich am Anfang. Double Lead Evo wäre jetzt viel besser gewesen. Deswegen wollte ich es nochmal betonen, weil gerade in der Phase hätte ich dann in der Runde davor nochmal ein Evo. Und er würde natürlich viel besser performen, als auch viel mehr Schaden machen, als auch besser tanken als so ein Lümmel von Raditz. Okay, Lass mal das raus. Ach, halt doch dein Maul, Junge. Ich verstehe ja, dass man Units nicht übertreiben möchte, aber wenn man schon einen Defense-Unit machen will, keine Ahnung. Ja, nee, der hätte, also Sloppy, niemand hätte was gegen Great Ape gesagt, wenn er für die Angriffe ganz links 200.000 Defense hätte. Mindestens 200.000 mit Guard. Da würde niemand was sagen. Aber 100.000, 120.000, 140.000, bringt nichts. Bringt nichts. Bringt nichts. Bringt einfach gar nichts. So, wie habe ich das gemacht gehabt? So, jetzt gebe ich denen die Tech. Ah, wobei. Ja, wobei, Namekoko hat mich halt besser, aber der da hinten würde dann keine Super Deck bekommen. Ah! Oh, hat's eh geklärt. Hat's eh geklärt. Der ist ja eh schlecht vor seinen Super Attacks. Hätte ich einfach Namekoko den King stellen sollen. Der hätte es besser getankt. Schade. Schade, Marmelade. Aber, Leute, so viel dazu. Es ist vollbracht. 3 Teams gegen alle Stages. Gönnt euch. Dankeschön. Ich gönn euch deswegen ein Single Summon. Für Raditz. Komm, weil wen. Nein, was für Raditz? Seid ihr blöd? Single Summon für Dupe. Vierfacher Goku und Vegeta Dupe. Na, Smite vergessen, aber okay. Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Dream Super Saiyan 3. Bis dann. Peace.